Hallo Leute, da sind wir wieder. Klaus, Dieter und Pauline tanzen immer noch auf ihrer Hochzeit. Und auch unsere liebe Luisa ist noch da. Aber langsam, aber sicher werden alle müde. Und jetzt haben wir ein Problem, denn in Klaus-Dieters Haus gibt es ja nur ein Bett. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon anfangen, dann bauen wir doch gleich ein neues Häuschen für Klaus-Dieter. Okay, wir gehen mal rüber zu Klaus-Dieters Haus. Und jetzt ist es dunkel. Aber das ist ja nicht schlimm, denn im Baumodus kann man ja auf Tag stellen. Und dann legen wir auch gleich los. So. Das ist es. Klaus-Dieters Haus. Und ich würde sagen, sagt Tschüss zu Klaus-Dieters Haus. Ich mache das jetzt ganz radikal, bevor ich da lang großartig rummache. Ach, da liegt noch eine alte Zeitung. Nehmen wir den Hammer und reißen alles ab. Und dann kriegt er schnell ein neues Haus. So schrecklich viel Geld hat er ja noch nicht. Naja, je mehr wir abreißen, umso mehr Geld wird es. Weg mit dem Zeug. Die Lampen da machen wir auch weg. Oh, das ist ein Problem anscheinend. Ah, na, geht. Die sind im Übrigen aus dem Debug-Menü. Kosten nichts. Und man sieht sie auch im Live-Spiel nicht. Allerdings machen die auch die Räume dann nochmal ein bisschen heller. Und gerade für die Aufnahme ist das dann schon von Vorteil. Hoho, weg mit dem Zeug. Kein Schnäppchen-Schorsch mehr. Jetzt gibt's was Gescheites. Okay, den Weg am Anfang können wir erstmal so lassen. Okay. Naja, einen Eingangsbereich kriegt er schon wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? 17.699 Simoleon. Und eine halbe Wand. Und wir machen das jetzt. Ein wenig hübscher. Wir bauen jetzt noch nicht die ganz große Hütte. Die kommt noch. Immerhin haben wir ja jetzt drei Bewohner. Das heißt, es können auch drei Leute arbeiten gehen. Was schon von Vorteil ist, denke ich mir. Und dann werden wir mal sehen, wie schnell der Klaus-Dieter wieder reich ist. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt zwei Schlafzimmer. Die Schwiegermutter sollte schon ihr eigenes Reich haben. Bauen wir das hier mal so ein bisschen dran, so ein bisschen versetzt. Wie groß ist das jetzt? Das reicht auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir die Küche hin. Hier kommt der Wohnbereich. Ich hoffe, es scheppert bei euch nicht genauso laut beim Wendeziehen wie bei mir. Ich habe den Ton eigentlich jetzt wirklich fast aus.
Ja, das machen wir so. Okay, also da hätten wir jetzt einen Eingangswohnbereich, Küche. Dann, das ist blöd. So, dann teilen wir hier was ab als Schlafzimmer für Luisa. Hier machen wir ein Badezimmer hin. Die Wand kommt raus. Und dann kommt, wie viel Platz haben wir noch? Ach, machen wir noch eine zweite Etage. Komm. Erstmal hier irgendeinen Boden. Wo können wir denn die Treppe am günstigsten unten platzieren? Bums. Mein Gott. Ich würde sagen, wir nehmen eine Wendeltreppe. Die nimmt nicht so schrecklich viel Platz weg. Und die kommt hier hin. Farblich verändern können wir die immer noch. Mal das Gitternetz ein bisschen einblenden. Ne, wir versetzen die Treppe. Was mehr nach da, ist das breit genug, kommen die da vorbei. Sicherheitshalber lieber hier. So, dann machen wir oben. Hoffentlich wird es nicht so teuer. Sollte mich ein wenig zusammenreißen. In meinem Bauwahn. So. Okay. Gut. Oh, 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 ich habe zu viel Geld zum Bauen ausgegeben. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ich fürchte Schlimmes, ich fürchte Schlimmes. Aber gut. Wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht, jetzt ist wieder ein automatisches Dach drauf, oder? Nee? Okay. Wenn wir hier ein Stück wegnehmen, gibt es schon wieder Geld dazu. Da noch ein Stückchen. Nee, nicht so viel. Dann gehen wir mal nach unten. Schieben das ein Stück zurück. Und das erst recht. Das muss nicht so groß sein. Lass mich mal schauen. Reicht. Hier noch ein bisschen. So. Und da. Und da. Okay. Oh, das steht hier über. Na schön, dann kriegen wir ja noch ein bisschen Kohle dazu. Immerhin. Da auch. Und da. Ups, nein, das war falsch. Rein theoretisch bräuchte man hier jetzt gar keinen Boden. Oh, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Nehmen wir da noch ein Stück weg.
hoffe, das wird reichen für das Schlafzimmer. Ja, vorläufig reicht das auf jeden Fall. Man kann ja immer noch anbauen. So, was ich jetzt sagen wollte, eigentlich braucht man hier ja gar keinen Boden. Zumindest mal nicht so einen teuren. Ich mache das immer nur ganz gerne beim Bauen. Damit man, also ich sehe es dann einfach besser. Es ist einfach so. Und es gibt ja auch Boden umsonst, wenn ich mich richtig erinnere. Und der war ja gar nicht so hässlich. Den finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht mal schlecht. Und dann machen wir den doch rein. Na prima. Man sieht es einfach, wenn man reingeht. Entschuldigung. Kleinen Moment gerade. So, sorry, ich musste mal schnell einen Schluck trinken. Aber jetzt geht's weiter. Also man sieht es, wenn man im Spiel sieht man einfach, wenn man reingeht ins Haus. Wenn da nämlich keine Decke ist, sieht man hier den Himmel. Auch wenn ein Dach drauf ist. Und so sieht man den Himmel nicht und hat halt den Eindruck von einem geschlossenen Raum. Gut. Schön. Das muss auch nicht der teure Boden sein. 112 Simoleon dazu. Günstigerer Boden. Okay. Verpassen wir dem Ganzen ein Dach. Wie gesagt, Dächer kosten ja Gott sei Dank nichts. Und da fangen wir jetzt hier an und ziehen das mal darüber und verlängern das ein. Nicht um, nicht in die Richtung. Nee, das sieht komisch aus. Ich finde es blöd, dass sich das immer automatisch dreht. Vielleicht, wenn ich so rumziehe. Okay. Wie schaut das jetzt aus? Oh, schauen wir es uns mal näher an, wenn es fertig ist. Wie das Ganze wirkt. Das war zu kurz. Jetzt dreht es sich wieder. Ach Mensch. Und wenn ich so anfange, dreht sich dann in die andere Richtung. Und dann bleibt es so. Wie schaut das jetzt aus? Interessant. Nö. Auch nicht gut. Machen wir anders. Machen wir komplett anders. Wir nehmen das Walmdach. Ziehen das einfach hier durch. Sieht man das innen? Nö. Dann sieht man es bestimmt auf der anderen Seite innen auch nicht. Prima. Sieht man nicht. Natürlich, du musst dich drehen. Du kannst nichts dafür, ne? Dann nehmen wir halt das normale Satteldach statt dem hohen. Ist es jetzt auf der Seite? Ja, es ist ein bisschen breiter. Da bleibt es so, dann nehmen wir wieder das andere. Hier vorne nehmen wir das Schopfwalmdach, oder? Okay. Da hinten müssen wir noch ein Stückchen machen.
Willst du wohl? Na, so ist blöd. Müssen wir ein bisschen weiter hier anfangen. Bis dahin ziehen. Okay. Und oben drauf noch was. Ja, ich würde sagen, das macht doch schon mal was daher. Schön. Gut, und dann streichen wir gleich mal an, ich suche schon mal eine Farbe aus. So, also, ich habe jetzt mal geschaut. Die günstigsten sind diese beiden hier. Und ich glaube, wir tricksen da jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und zwar, wenn wir oben so anstreichen wie unten, dürfte man das eigentlich gar nicht sehen, dass hier so eine, ja, zusätzliche Abgrenzung ist. Und zwar machen wir oben weiß und unten weiß. Wunderbar. So kann man aus einer hässlichen, günstigen Tapete einen einigermaßen ansehbaren Anstrich machen. Oh, wo ist mein hinteres Dach hin? Was ist das? Da stimmt doch was nicht. Wieso guckt jetzt hier der Boden raus? Interessant. Müssen wir was ändern? Verstehe ich jetzt nicht. Na komm, gönnen wir uns was und ziehen einfach die Wand nach hinten. Wie sieht es jetzt vom Dach aus? Kann man lassen. Gut. Haben wir jetzt überall angestrichen? Nee. Fast, aber noch nicht überall. Hier noch. Gut. Wir brauchen eine Eingangstür. Und hat noch 9.601 Simlion in der Haushaltskasse. Ich hätte ja gerne eine Doppeltür. Okay, aber die sind dann doch recht teuer. Die kosten das Gleiche. Was soll's? Nein, es sieht doch nicht so gut aus. Entschuldigung. Dann nehmen wir halt doch wieder so eine. Und ändern etwas die Farbe. Schwarz passend zum Dach. Wie gesagt, Farbe ändern kostet nichts. Da kann man sich dann kreativ ein wenig austoben. Auch das Muster ändern kostet nichts. Und wir brauchen Fenster. Und da die so gut zu der Tür passen oder auch nicht. Nein, das passt jetzt hier vorne gar nicht. Da machen wir so kleine rein. Zu klein.
nicht so einfach. Irgendwie sieht das alles ein bisschen blöd aus. Da kann man doch was draus machen. Okay. Schon besser. Der Wahrheitstrenner. Klassisches Glasfenster. Ein Gelegenheitsfenster. Die sind teuer. Die lassen wir mal schön weg. Wir nehmen das. Und jetzt brauchen wir es hier nur noch kopieren. Geht das oben auch hin? Nee, oben wird es schwierig. Und die Kohle schmilzt dahin. Das Nachbarhaus ist mal wieder im Weg. Ich glaube, wir werden es abreißen. Wer braucht schon Nachbarn? Die meckern doch eh immer nur. Vielleicht sollten wir... Ja, komm. Sonst wird es zu dunkel innen drin. Also ich würde sagen, für oben brauchen wir kleinere Fenster. Das überflüssige Fenster. Genau. Es lädt. Wir drehen das noch, weil irgendwie sieht es so merkwürdig aus. Ja, so ist es besser. Noch ein überflüssiges Fenster. An den Seiten auch noch. Drehst du dich bitte? Dass es ein wenig symmetrisch wenigstens ist. Hinten sind die großen schon drin, sehe ich gerade. Okay. Gut.
Und wir haben immerhin noch 7516 Simlion. Dann gehen wir mal nach innen. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch das. Einen günstigen Holzboden. Mach mal die Gitternetze weg. Und wir können das hier etwas anstreichen. Wie schaut es jetzt aus? Na komm. Es kann sich nur um Stunden handeln. Jetzt. Okay. Wie sieht es mit Fliesen aus? Was kosten die? Etwas mehr. Dann gibt es in der Küche auch einen Holzboden. Wir sind da ja. Da willst du wohl. Ganz flexibel. Hier auch. Die haben schon einen Holzboden. Oh, da sieht man ein Stückchen vom Dach. Das finde ich nicht gut. Warum geht jetzt nicht das Dach weg, wenn ich das wegmache? Alles gut. Ich würde sagen, den lassen wir mal so. Und dann streichen wir das Ganze innen auch noch an. Wir wollen es jetzt nicht zu bunt machen. Okay. So. Aber hier müssen wir, im Bad müssen wir schon Fliesen machen. Jetzt will ich nur mal schauen. Nehmen wir den einfachen Teppich. Genau, wir nehmen den einfachen Teppich. Der ist günstiger. Und wandeln ihn um in Fliesen. Und da das hier wieder ewig lädt, eine kurze Pause. So, ihr Lieben, die Fliesen sind geladen. Und ich dachte mir, wir machen es so. Kommt doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich innen drin auch noch Türen bzw. Durchgänge und bei der Küche dachte ich mir, dann nehmen wir einen Bogen. Das darf ja durch offen sein. Vielleicht farblich ein wenig anpassen. Jetzt passen wir mal den Boden an. Ach, Leute, es tut mir echt leid, dass es so lange lädt. Aber wie ihr wisst, ich baue schrecklich viel und habe ganz schrecklich viele Holzmuster und Fliesenmuster und alles gespeichert, die ich öfter verwende. Und ja, mein Rechner ist auch nicht der allerschnellste, aber jetzt haben wir es. Okay, jetzt noch eine richtige Tür. Eine günstige. Eine einfache Tür. Ah, die sieht besser aus. Fürs Badezimmer. Dass man da nicht reinklupschen kann.
Nicht in der Farbe. Ja, ich weiß, jetzt liegt das Holz wieder 3 Stunden. Ne, geht. Diesmal ging es doch flott. Wo war jetzt mein Holz? Mein Holz, mein Holz. Hier. Okay, das reicht ja auch schon. Oben brauchen wir keine Tür. Türen, Fenster, Böden und Wände. Fertig. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt auch noch eine ganz kurze Pause. Weil ich glaube, ich habe schon ziemlich lange aufgenommen und sonst dauert das bei mir im Speichern wieder ewig. Ich werde das dann in 2 Videos aufteilen. Also, wir hören uns gleich wieder.